Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde The Binding of Isaac Afterbirth. Wir fangen heute natürlich neu an mit Maggie. Let's go. Weil die hat ein Herz, das kann ich essen, das ist lecker. Und ja, sonst nehme ich ja aktive Items eher selten auf. Nein. Und natürlich habe ich mir heute auch wieder ein Thema zum Reden rausgesucht. Und Binding of Isaac kommt ja meistens nur, wenn ich auch Themen habe, über die man mal, aua, danke dafür auf jeden Fall, über die man mal ein bisschen schnacken kann, ne? Thema heute ist, der gute Sir Hans hat mich in den Kommentaren unter einem der letzten Videos gefragt, ob ich die Spiele, die ich in Indie Time zeige, dann auch durchspiele oder ob ich die einfach vergammeln lasse. Ich habe den genauen Kommentar jetzt nicht mehr im Kopf. Ich kann ihn mal hier mal irgendwo einblenden, weil mich, falls ich das nicht vergesse. Please don't kill me, Mr. Burning Boy. Das Ding ist, bei den meisten Indie-Spielen für meine Indie-Times sehe ich die halt auf Steam, denke mir, hey, das könnte ganz cool sein. Das nimmst du mal mit und dann schaust du dir das mal an und, also ich gucke mir das irgendwie so 10 Minuten mal an. Und wenn mir das gefällt, dann mache ich dazu ein Indie-Time, weil ich glaube, dass das auch anderen gefallen könnte. Danach, ja, warte ich halt auf Response, also auf Feedback von euch. Und je nachdem, wie viel positives Feedback, beziehungsweise auch negatives, also Feedback allgemein, das Video bekommt und wie viel Aufmerksamkeit, entscheide ich dann, ob es das wert ist, da ein längeres Projekt draus zu machen. Oder, oh, fuck. Okay, das wird schwierig. Oder lieber doch nicht. Und ja, dann muss ich das natürlich auch alles abwägen, ob ich die Zeit dafür übrigen kann und ob ich nicht gerade andere Projekte habe, die wichtiger sind. Holy shit, ey. Ja. Oft genug passiert es dann halt aber, dass ich mir denke, ich habe... Hey, the fuck, da ist doch noch einer am Leben. Oder ist das nur ein Gag? Ah, okay. Dass ich halt einfach keine Zeit habe dafür oder dass ich das Interesse an dem Spiel verliere. Und ja, dass das dann einfach auf meinem Steam-Account vor sich hin gammelt. Und ich das nicht nochmal anfasse. Allerdings kommt es auch vor, dass ich das dann irgendwann nochmal wieder auskame. Und gerade bei Indie-Spielen... Holy shit. Die ich noch nicht in irgendeinem Video verwurstet habe, die mir aber trotzdem gefallen. Mache ich da dann meistens später nochmal eine Indie-Time zu. Das war irgendwas Cooles, glaube ich. Damage Resistor, keine Ahnung, aber ich glaube, das war was Cooles. Hätte es nicht rerollen wollen. Hätte auch was Schlechteres rauskommen sollen können. Danke. Kriegt übrigens immer random los, das Gehirn, ne? Also da kann man nicht drauf zählen. Kann man nicht sagen, los, Bob's Rain, los! Sondern, ja. Man muss bangen und hoffen! Holy shit. So wie ich gerade gehofft habe. Jo, so ist das mit den Indie-Spielen. Und... Es ist natürlich immer sehr schön, Indie-Spiele zu spielen, denn... Why? Ah, oh Gott. Denn die machen meistens mehr Spaß als AAA-Titel. Also zum Beispiel habe ich auch Far Cry 4 hier geholt und angespielt so, aber... Hang! Aber das war auch so ein Spiel, wo ich gesagt habe, ja, nee. Lass mal. Weil es ist einfach... ja, Far Cry 4 ist jetzt halt das negative Beispiel, obwohl es beileibe kein schlechtes Spiel war. Aber... Ja, meistens sind AAA-Titel nicht so innovativ wie Indie-Spiele und versuchen nicht so viel auszuprobieren, haben auch nicht so viel Charme. So spiele ich halt meistens Indie-Spiele. Lecker Hundefutter! Oh, neues aktives Item. Nee, will ich eigentlich nicht. Jetzt haben wir ja Mom, ne? Mom, die, please! Ja. Deswegen, ich mag Indie-Spiele eigentlich viel, viel lieber als AAA-Spiele, aber ich glaube, die Spielebranche hat sich auch so dahingehend entwickelt, dass die beide relativ gut koexistieren können. Und dass es da keinen Twist gibt. Gott, meine Stimme versagt. Einfach. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Ja, okay, okay, danke. Kleiner Funfact am Rande, das ist eigentlich eine Folge, die viel später rauskommen sollte, als sie tut. Weil ich werde sie sehr bald rausbringen. Wenn ich richtig fleißig bin. Morgen schon. Aber ich habe noch 3 Folgen auf Lager, für die ich noch keine Thumbnails dazu gemacht habe. Weil ich richtig, weil ich ein lazy Dude bin einfach. Und die kommen aber dann auch irgendwann. Hoffe ich, denke ich, glaube ich, schätze ich mal. Ich hatte nämlich auch mit dem guten Markusri jetzt nach der Gamescom das Thema YouTube und wie geht's weiter. Der gute Markusri ist ja jetzt mega mäßig am Durchstarten, ne? Der ist ja, falls ihr das nicht wusstet, folgt übrigens Markusri auf YouTube, kann ich verstehen. Holy shit. Jetzt, Power Media oder so reingestellt und schneidet da Videos zum Beispiel für Malte, also Malte Nativ. Und, ja, der macht sich halt auch megamäßig Gedanken über seine weitere YouTube-Karriere und er hat ja auch schon ewig lange kein Video mehr gemacht. Holy shit, das ist die möglichst schlechteste Stelle zu stehen, wenn Bob Sprain wieder da ist. Okay, zum Glück war es das nicht. Und wir hatten halt so das Thema, ja, wie schaut's aus, also wie geht's weiter? Was machen? Weil ich mache halt YouTube schon seit, weiß nicht, 6 Jahren oder vielleicht sogar noch länger. Und Wachstum ist bisher ausgeblieben. Und, wow, okay, das will ich jetzt aber haben. Und
Ja, wir hatten dann so die Gedanken, okay, was muss ich denn verändern? Also, was ist denn, woran scheitert es denn? Und was man anders machen könnte. Und ich, obwohl ich den Content mag, den ich mache, möchte ich natürlich auch mehr Arbeit reinstecken. Das Problem bei mir speziell ist natürlich, ich habe meinen festen Job so. Ich habe, ich arbeite nicht in der Medienbranche fest. Also, das ist hier eigentlich nur mehr oder weniger ein Hobby. Und da muss man natürlich immer abwägen. Holy shit, ja! Mother of Jesus fucking Christ. Da muss man natürlich immer abwägen, okay, wie viel Zeit kann ich jetzt in mein Hobby investieren? Und, the world. Und natürlich habe ich auch noch andere Interessen und so. Und deswegen habe ich keine Bomben. Und deswegen, ja, will ich immer ein bisschen am Abwägen. Okay, ich will das zwar machen, aber kann ich... Fuck. Kann ich mir das wirklich zeitig erlauben? Und, oft genug geht es leider nicht. Hey, Stain. Hast du Sustain? No, Bob's Brain. Without Stain. Ich hasse dich. Ich hasse dich dafür, dass du so eine Reichweite hast und ich nicht. Das ist unfair. Die, you piece of garbage. Bob's Brain. Deswegen hasse ich es. Das kann mir halt auch selbst... Und was für Schaden zufügen und das und was uncool. Ey, ich darf keinen Schaden bekommen. Holy. Komm, Bob Sprain. Hit it! And hit it hard! Ja, ich darf keinen Schaden mehr kriegen. Nervi. Scheiße! Das wird keinen Schaden bekommen. Erledigt. Okay. Direkt mal ins Gesicht gebobbt. Ich habe jetzt so viele rote Herzen, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Mach das nicht, wenn ich so viele rote Herzen habe. Ja, ne? Aber ich hätte auch, abgesehen davon, jetzt gar nicht so die krasse Idee, was ich eigentlich lieber machen würde. Welche Art von Content. Ich hatte mir ja schon mal überlegt, ob ich... Wow, okay. Ob ich so in die Richtung Animation und mehr Drawing gehe. Aber ich bin halt noch eher schlecht als recht im Zeichnen. Habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Speed up! Und wenn ich daran besser bin, dann könnte ich mir das nochmal überlegen. Aber im Moment ist halt das absolut keine Option. Aber das wäre schon cool, so mehr in diese Richtung zu gehen. Weil ich diese Animations-Community, vor allen Dingen die... Oh Gott, hier ist ja nur Crap drin. Warum bin ich hierher gegangen? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Vor allen Dingen die amerikanische bzw. englischsprachige Animations-Community halt mega gut finde. Die kommen halt alle mega sympathisch rüber. Also auf jeden Fall besser als die Let's Play und Gameplay-Community. Übrigens, hier an der Wand, ne? Seht ihr das? Dieser... Das fällt mir jetzt erst auf, dass die hier voll dekoriert ist mit Zeug. Dass das hier Regale sein sollen. Hier an hier im Shop. Und hier an der Wand ist ein kleiner Dr. Fides. Hm, süß. Ja, auf jeden Fall würde ich das gerne machen. Aber kein Skill. Kein Skill. Es ist einfach kein Skill da. Aber vielleicht später könnte man sich das doch nochmal überlegen. Denn Gameplay, finde ich, geht auf jeden Fall auch auf YouTube unter, wenn man da nicht irgendwas Besonderes drin macht. Also normale Let's Plays oder so kannst du halt eigentlich heutzutage kaum noch bringen. Weil, wow. Weil es halt einfach so viele Leute machen, dass du halt einfach, du stichst nicht aus der Masse raus. Du bist halt nur einer von vielen dann. Und das geht in den meisten Fällen absolut nicht gut. Jo, perfekt. Ha, ja. Oh, geil. Und deswegen musst du dir natürlich was ausdenken, um da ein bisschen aufzufallen. Nein, Bob Sprain. Oh Gott. Das ist immer so random mit diesem Ding. Und das ist halt eigentlich der schwierigste Part an YouTube. Erstmal was zu finden, was dein eigenes Zeug ist. Judgment. Könnte ich eigentlich, ne? Mach ich nach dem Boss. Weil vielleicht verliere ich ja keine Herzen. Ha, muss einfach mal realistisch. Ich werde Herzen verlieren. Ja. Das war das Ding. Aber es ist ja nicht nur bei Gameplay das Problem. Es ist ja auch bei ganz vielen anderen Sachen. Musikkanäle und sowas alles. Es ist halt immer schwierig, rauszustechen aus der Masse. Und es wird immer Leute geben, die es besser machen als du. Und ja. Schwierig. Das macht ärgerlich hier. Ist doch überhaupt keine Wasserebene, jo. Leute. Leute von heute! Oh, das war ein Skillshot, Leute. Das war ein Skillshot. Nennt mich bitte Call of Duty Profi, denn wir spielen beide noch weiter. Eine Bombe! Hey, hätte ich beim letzten Ding gebrauchen können. In der letzten Ebene. Auf der letzten Ebene. No. Ah, ich hasse euch! Speed up! Nee, Lemon Party. Okay, sieht aber aus wie Speed up. Die sind ja beide Crap. Das Horn macht mich zwar kurz unbesiegbar. Okay, ist wahrscheinlich besser als das Herz, ne? Temporary Badass! Guck mal, was jetzt hier drin ist. Oh, nee. Ich spende mal mein Geld ein bisschen. Weil ich das nicht brauche. Ja, Leute, das ist, wie, YouTube funktioniert. Ich habe mir auch schon öfter überlegt, ob ich, einfach aufhöre. Boah, das war eine schlechte Idee, herzukommen. Okay. Naja, komm, ist ja auch egal. Jetzt. Ja, ist egal. So. Aber, jeder braucht irgendwie ein Hobby und, YouTube war, beziehungsweise ist schon ewig mein Hobby. Und keine Ahnung, ich kann mir einfach nicht vorstellen, einfach komplett aufzuhören. Und, ja, ich mache ja eigentlich schon relativ wenig im Moment. Aber bin ich jetzt immer noch besser als nichts, finde ich. Ja, du hast zwar irgendwie
muss zwar irgendwie Zeit erübrigen zum Aufnehmen, beziehungsweise das Aufnehmen erfordert eigentlich. Oh, danke. Am wenigsten Zeit, aber. Ja, hallo? Holy shit, was war das denn? Aber ja, muss halt, wie in jedem anderen Hobby, einfach auch Zeit investieren. Und ich bin immer so zwiegespalten, okay, mache ich jetzt YouTube oder mache ich irgendwas anderes, irgendwas Cooles, was mir, wo ich irgendwie einen neuen Skill erlerne oder so. Das ist halt immer so die Frage. YouTube ist halt irgendwas Leichtes, was ich halt kann. Das halt jeder kann im Prinzip. Und irgendwie motiviert mich das. Aber ich weiß natürlich, dass ich dadurch dann keine Zeit habe. Oh, danke. Oh, danke. Keine Zeit habe für andere Sachen. So, ach ja, das war ja auch ein Ding. So, dann sammeln wir mal ein paar Herzen ein und dann gambeln wir mal ein bisschen mit unserem Leben und gucken mal. Oh, okay, da ist nichts. Nichts an Herzen. Gucken mal, was wir da rauskriegen. Kannst du den Gegner vielleicht auch mal treffen, Bob Sprain? Wenn du schon so scheiße bist, dann sei doch mal ein bisschen weniger scheiße. Ja, was ist, mal ein Crap-Item. Oder so, Guides. Wenn auch, oder Tutorials, wenn auch eine nice Sache. Aber ich bin halt nicht, schlau genug dafür. Ah, nein. What? Why the frick? Ohne Bob Sprain wäre das hier noch leichter. Würde ich zwar auch Schaden nehmen, aber vielleicht nicht durch mich selbst immer sterben. Die! Ich hab gesagt, die! Okay. Aber offensichtlich nicht durch Bob's Brain. Eine Bombe und eine Battery. Deswegen nicht so sweet. Ach, come on jetzt hier. Sorry not. Explodiere gefälligst, wenn ich dir das sorge, dass du explodieren sollst. So, Schlüssel, okay. Wir haben nächste Ebene gebrochen. Da ist nichts drin. Das wusste ich vorher. So, dann lasst uns mal ein bisschen mit unserem Leben gamblen. Oder so Videos, ganz schnell zusammengeschnitten. Sowas in der Art wie zum Beispiel, okay, was ist das? Von Mike Small. Der wie zum Beispiel Indie Mouse macht, falls ihr den kennt. Sweet, sweet suffering, okay. Der spielt, also ich hatte den glaube ich auch schon mal erwähnt, schon ein paar Mal, der spielt halt komplett ein Spiel durch. Und, also in den meisten Fällen und schneidet das halt übel geil zusammen. Das wäre auch was ich mir vorstellen könnte. Aber das ist halt immer das Problem, so was, wow, okay. Was lässt du drinnen in dem Video und was schneidest du raus? The fuck, warum sind hier so viele von euch? Ah, es ist immer so die Frage. Weil so ein bisschen was zusammengeschnitten ist, mache ich auch manchmal. Aber es ist natürlich immer, wie gesagt, schwierig zu entscheiden, was vom Gameplay man jetzt zeigt und was nicht. Aber manchmal Stellen, wo man halt einfach nur wartet oder so, ist klar, das kann man rausschneiden, aber es gibt halt auch Spiele, wo das nicht so leicht ist. Ich nehme mal das Herz mit, danke, mehr brauche ich nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall winzig klein und fein und werden hoffentlich nicht getroffen, bis wir zum Boss kommen und den ownen. Ich kriege mir auch mal ein cooles Item, Hilfe! Oh Gott, das ist die schlimmstmöglichste Worst Case at its worst. Hey, Dudes. How about death? How about death? Ja, okay. How about I die? Leute, es gibt Runs, in denen hat man Pech. Es gibt Runs, in denen hat man Glück. Und es gibt Runs, in denen kriegt man Laser Tears! Oh yeah! Und eine Spitze. I like Spritzen. Oh yeah, I like it very much. Ja, das ist einer von diesen Runs, Leute. Einer von diesen Runs, die sehr schnell sehr geil werden. Und die sehr schnell werden. Holy shit, sind die schnell. Es gibt noch eine Technologie, mit der schießt man einfach durchgehend die ganze Zeit. Aber das ist ja fast genau das Gleiche. Und ja, wir haben Stein aufgesammelt, der unser Damage steigert. Und wir haben Kohle aufgesammelt von Krampus, die unser Damage steigert. Haben wir noch irgendwas Cooles, was unser Damage steigert? Nö, aber das reicht ja auch. Die Spritze, die wir eben aufgesammelt haben, die war noch ganz netti McMettenstein. Aber sonst würde ich sagen, ist das schon ganz okay. Und wir haben halt natürlich, ich glaube sogar meinen Lieblings aktiv angreifenden Freund. Den, das Infested. Infested? Ja, apropos Infested. Den Infested Buddy, der hier ein paar Fliegen provided. Das ist sehr nett von ihm, muss ich sagen. Das ist sehr nett von ihm. Und das ist cool. Wow, okay, das ist kein cooler Raum gewesen. Aber ich bin trotzdem immer noch paranoid und denke, gleich explodiert irgendwas direkt von meiner Fresse. Hallo, da ist er wieder. Bumbo, mein guter Freund. Der gute alte Bumbo. Bumbo want coin. Bumbo very, very, very happy with coin. Bumbo want coin very muchy. Holy Bananen, Leute. Holy Bananen. Hallo, Greed. Bist ein bisschen greedy, oder was? Bist ein bisschen greedy. Ach ja, hier, greif zu. Ich wollte nur 20 haben, damit ich cool bin. Der ist gleich ausgelevelt schon. Hey, da ist Bumbo in seiner besten Form. Ist ein Bumbo in seiner besten Form. Nimm die Münzen, denn da komm ich nicht ran. Warum kackst du Münzen aus? Das bringt mir doch nichts. Hey, hey, Bumbo, hey, Bumbo, hey. Hey, hey, Bumbo, hey, Bumbo, hey. Bum, 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 bum. Yay. Okay, was haben wir hier drin? Schlüssel. Der Schlüssel ist the key. Sehr schön. Der Run gefällt mir doch. Holy shit. Schon mal wesentlich besser, was das.
The sun! May the sun shine upon you! Gott. English speaking ist very schwer. So. Das sind doch Items, mit denen man gern Himmel gehen kann, finde ich. Das sind doch Items, mit denen man Isaac auch mal entgegentreten kann. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Schaden machen würden, wäre das natürlich super sexy. Holy shit. Aber ansonsten finde ich das jetzt schon mal grundsolide. Holy shit. Holy shit! Something cute! Cute. Und eine zweite Spitze. Speed und Shot Speed up. Wow, okay. Die Schaufel schon wieder, holy shit, man. Aber wir nehmen die einfach mal just for fun mit. Wir nehmen die einfach mal just for fun mit, damit ich euch mal zeigen kann, was die Schaufel kann. Denn wir sind ja hier krass im Moment. Schau nochmal. Okay, nee, haben wir alles. Wir probieren das einfach mal in der nächsten Dings aus, im nächsten Floor. Zeige ich euch dann mal, was man mit der Schaufel machen kann. Denn die kann ganz nützlich sein. Oder auch nicht. Werden wir sehen. Necropolis 1. Und Curse of the Lost ist natürlich fantastisch, aber wir haben auch gleich den Itemraum gefunden. Bumbo-Band Destruction. Warte, das überlege ich mir noch. Keine Ahnung, was das Buch macht. Okay, Bumbo zerstört wieder. Hinterlässt Bomben, ne? Das habe ich schon wieder vergessen. Ah, das kann auch gefährlich werden. Nicht so gefährlich wie Bob's Brain, sage ich jetzt mal, ne? Aber auf engen Ebenen nicht minder gefährlich, vielleicht. Wir werden sehen, wie er sich bewährt. Mein kleiner geldgieriger Freund, mein kleiner Mr. Krabs. Und, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber wenn ich Binding of Isaac durch habe, in Anführungszeichen, weil ich glaube, das nimmt nie so ein richtiges Ende, dann will ich das Ganze mal mit Mods spielen, weil ich glaube, es gibt relativ coole Mods dazu mit D und nicht mit, oh shit, mit D. Und da habe ich Bock, das mal auszuprobieren. Weil Mods eh immer eine coole Sache sind. Okay, da liegt richtig viel Stuff. Oh Gott, Herzilein! Bitte die allein! Bumbo, du machst das schon, ne? Der regelt, Leute, der regelt! Bumbo, gönn dir! Gönn dir, mein Junge, gönn dir! Willst du nicht? Okay, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Bleibt mehr für mich übrig. Wie viele Herzen sind denn hier? Holy Schnapp! Richtig am Escaladen. Oh, Super Greed! Wir haben eben gerade gegen den normalen Greed gekämpft und jetzt haben wir Super Greed an der Backe und der ist down. Okay. Give me coin! Give me a quarter, thank you! Holy shit. Nein, 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 nein! Oh Gott. I hate it! I hate your life! Nein. I don't think so. So, aber wir haben jetzt kein Kreuz, wo wir mal graben können, weißt du? Jetzt habe ich mir schon die Schaufel erarbeitet mit einem Leben. Ich kann sie nicht mal nutzen. Das ist natürlich doof. Hahaha, hast du gedacht, wa? Dass du mich triffst. Aber no way. Nicht mit Maggie McMaggenstein. Die ist viel zu schnell. Es ist hier echt kein Kreuz, wo man mal graben könnte. Das ist so unglaublich. Vielleicht hier irgendwo. Oh, shit. Wenn ich noch fliegen könnte, das wäre schön. Das würde ich auch noch feiern. Aber mal gucken, was wir hier noch kriegen. Oh, shit. Ja, ich weiß, dass du einer von der Sorte bist. Weiß zwar nicht genau, wie man die auseinanderhält, aber irgendwie habe ich gerade gesehen, dass das einer von den Brimstone Babys ist. Okay. Auch kein Kreuz. Schade, Schokolade. Oh, wow, 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 wow. Ah, ins Gesicht, Alter, ins Gesicht. Ich habe gedacht, das stoppt die Bomben, aber nope. Das hat ihn nicht gestoppt. Alter, noch mehr Herzen. Was ist da los? Hurt City. Okay, ich glaube, wir haben jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir können jetzt zum Bossy McBossenstein. Okay. Mal gucken, wer da ist. Bloat. Ah, natürlich, beim Boss ist dann so ein Ding. Holy shit, Bloat. Don't fuck me up. Okay, yay, squeezy! Okay, hier noch ein bisschen was platzieren. Yay. So, und jetzt können wir Schaufel hier benutzen und dann können wir hier eine Falte freischaufeln und dann können wir da reinjumpen und dann sind wir im nächsten Basement. So kann man ein Basement abkürzen, will man aber nie machen. Also die Schaufel ist eigentlich komplett nutzlos. Man will eigentlich immer jedes Basement jeden Floor mitnehmen. Weil da natürlich auch. Boah, fucking hell! Weil da natürlich auch immer nette Items sind. Holy shit, was war das denn für ein Raum, Alter? Eskalation! Escalation, meine Freunde, Escalation is on the way. Holy, boah, Alter, wenn ich gut oder bin ich gut, Alter, dass ich euch noch erwischt habe. Nein, coole Sache. Was haben wir denn? Oh, Geister, 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 ich glaube nicht an Geister, ich glaube nicht an Geister. Und deswegen seid ihr auch nicht da. Okay, passt. What? Shielded Tears. Das funktioniert, glaube ich, mit dem Laser, aber nicht. Keine Ahnung. Normalerweise hätte man dann ein Schild. In irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung. Ich habe das Item noch nie wirklich benutzt. Oder gefunden, was er gesagt. Ah, die Plazenta hat mich gerade geheilt. Die gute alte Plazenta, Leute. Die gute alte Plazenta. PhD, I say ye. Jetzt kriegen wir mehr positive Pillen als negative Pillen. Und das ist super gut. So, dann gucken wir mal, wie viel wir hier spenden können und wollen. So viel. Ah, alles klar. Okay, das ist interessant. So, was haben wir denn hier? Störenfriede, wie ich sehe. Aber mein Bombo-Bimbo macht das schon ganz gut. Hahaha. Kleine Trollbombe. Du kleine Trollbombe. Okay, okay. Das war so grundsolide, würde ich sagen. Grundsolide. Ach ja, ihr wart ja die ganz dummen.
Die Stupido Boys. Was haben wir hier? Wheel of Fortune. Okay, gucken wir mal ein bisschen. What? Ein Dollar! Geil, Leute, wir sind richtig rich jetzt. Wir sind jetzt die Rich Kids on the Block. Naja, hier geht's zur nächsten Ebene. Aber wir wollen natürlich Mom besiegen, denn Mom droppt ja auch was. Und das ist sexy. Manchmal öffnet es dann aber eine Falltür, wo man ein Item kriegt. Das ist noch das einzig Gute an der Schaufel. Aber meistens ist halt wirklich einfach der direkte Weg zum nächsten Floor. Und das möchte man nicht. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da sind die Gegner. Okay, ich habe eigentlich genug Bomben, um mir mal... Hä, da ist noch einer? Ja, fuck. Um mir mal aufzuräumen. Brauche ich noch irgendwas davon? Mit PhD könnte das natürlich eine nette Pille sein, deswegen wollen wir mal gucken. Pheromones. Okay, dann können wir die Gegner bezürzen. Nee, komm. Dann lasse ich den... Ah, boah, ich gehe hier rein mal, weil wir haben ja dann genug Leben. Ah ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nicht? The Devil's Tail. Evil Up, sehr schön. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen was wegsprengen und unser Leben wiederholen, unser wohlverdientes. Ach, fuck mich nicht ab, Mann! Hey, hey, you want key? I have key. Gib mir... Oh Gott, ernsthaft? Kann ich hier schlafen? Könnte ich, aber kann ich nicht. Kann ich das Bett in die Luft sprengen? Könnte ich, aber nein. Okay, keine Ahnung. Wow, fuck mich nicht ab, Mann! Okay. Gut, dann gehen wir mal direkt zu Mom. Hi, Mom, I got something to tell you. Da waren wir? Ja, da waren wir drin, weil da so komisch schwarz ist, der Kronraum. Aber das ist nun mal normal, ne? So, wir wollen natürlich nicht direkt weiter. So, dann gucken wir mal. Hey, Mom! Die! I have pheromones for you. Some nice pheromones, aber die bringen hier nicht so viel, leider. Uah. Tod und Zerstörung, presented by Bumbo. Nein, 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 mein Guter. Nein, 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 nein. Zum Glück haben wir ganz viele blaue Herzen. Im Pedo. Die, nutzen uns hier was. Fate Chosen. Ah, zwei Schlüssel. Na gut, okay. Übrigens, Two Forever, ne? Habe ich das erwähnt? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall haben wir die. Dass wir immer, mehrere Sachen bekommen. Du bist tot. Da hast du die Blombe mal... Die Blombe. Alles klar. Die Bombe mal richtig gut platziert. So. Es gibt auch... Wow. Es gibt auch von diesem schwarzen Foto, das wir gerade aufgenommen haben, eine weiße Version. Die macht auch Dinge, aber ich weiß gar nicht, was die macht. Ich glaube, die erhöhen einfach generell unseren Damage. The Fool. The Joker. The Joker! Wow, hey, hey, wow, hey, hey, hey. Okay, nehme ich das Brimstone Baby? Ja. Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Das Brimstone Baby ist doch super. Wenn wir das nicht nehmen wollen. Kostet zwar zwei Herzen, aber manchmal muss man auch investieren im Leben. Um etwas zu bekommen. Eigener Brimstone wäre natürlich noch schöner, aber man kann nicht alles haben. Hier kann ich dann auch mal in den Stachelraum oder in sowas reingehen. Ohne hier befürchten zu müssen, zu viel Leben auszugeben. Denn ich habe ja eine Fool. Beruhigt euch. Jungs, ist das ein Kreuz gelöst? Nein. Gut. Danke, dass wir das geklärt haben. Nein. Ist eigentlich so schnell mit Reloaden. Oh, danke. Reloaden und schießen wie ich. Die, you must die and witness and pain. I don't tell it ever again. So just die. Death is inevitable. Okay, okay, gibt's mir eine Batterie? Das ist aber nett. Ach ja, hier ist ja nur noch der Geist-Buddy. Aber den will ich ja nicht. Ich will erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Und ich will vor allen Dingen Herzen haben, Leute. Herzen, das ist wichtig. Aber blaue Herzen, keine roten. Weil rote sind mir hier völlig im Weg, einfach nur. Ihr seid mir im Weg, verschwindet! Das gucke ich mir auch gerne mal an. Ich habe schließlich PTHD. PHD. Was ist das? Health up! Ja, lecker, Leute. Richtig Schmacko. Okay, I can see forever ist natürlich nett, aber... nichts Besonderes. Aber cool, auf jeden Fall. The Mask! Damage Reduction! Wenn sie auch so funktionieren würde, wäre das klasse. Oh, ein schwarzes Herz ist explodiert und bringt dir Schmerz. So, was haben wir hier Schönes? Ein schwarzes Herz, das explodiert und bringt dir Schmerz. Okay. Was ist... Oh, ein Buchladen. Ein anderes aktives Item als das, was wir jetzt hier haben, wäre schon nice. Die Frage ist nur, was ist das hier? Anarchy! Summons Bombs, okay. Usable Soul Protection, okay. Mass Room Damage, the Necropolis. Ist, glaube ich, ganz gut für, danke, für Bosse. Mass Room Damage. So, okay, wir nehmen die Icon Forever Pille mit und starten weiter in die nächste Area. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen Isaac besiegen, wir wollen Satan nicht sehen. Der ist nämlich ganz doof, Leute, der ist total doof. Ich sag's euch.
Das Ort und ist ein Gänzlinger. Scared Room. Scared Room. Oh, Hilfe! Bitte! Bitte, tun Sie mir das nicht an! Bitte Sie! Hang! I can see forever übrigens. Wollte ich nur mal erwähnen an dieser Stelle. Oh, Money. I love Mr. Money, 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 Money is all I want. Hey, hey. Wow. The Stars bringt mich irgendwo. Wow, bringt mich da hin. Okay, cool. Ich dachte, das teleportiert mich random irgendwo hin, aber offensichtlich nicht. Offensichtlich bringt mich das immer an einen festen Point. So, Retrovision ist natürlich eine Sache, die ich nicht nehmen will. Oder ist PhD gar nicht, dass ich immer positive Pillen kriege, sondern dass ich einfach sehe, welchen Effekt die Pille habe, die ich gerade habe. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich meine mich zu erinnern, dass diese Karte dafür war, dass man immer coole Sachen bekommt. Immer coole Pilleneffekte. Alter, hier sind so viele Projektile. Beruhige dich! Holy snap. Okay. Okay, was ist jetzt? Wo ist jetzt der letzte? Wir sind sogar noch zwei. Da bin ich auf jeden Fall gut versteckt. Wow. Maske hat mich gerade von Schaden von hinten geschützt. Holy shit, wo bist du denn da? Da! Oh Gott, Alter. Ich brauch kein Geld. Hier! Bombo! Nimm dir die Münzen mit. Drop nicht immer random. Holy shit, danke. Random, Zeug. So. Au! Oh, Misty. Manchmal gehst du mir auf die Eier. Okay. Ist diesmal nichts. Okay. Nein, halt nicht. Kill it! With fire! With fire and flames. So, was haben wir hier? Schönes. Ein Haufen Tote, natürlich. Was denn auch sonst? Schön ist halt, dass ich komplett über den ganzen Raum feuere. Ach, Hilfe. Wie viele von euch wollen denn hier abkommen? Ja, okay. Ich habe aus Versehen ein paar eingesammelt. Ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse. Oh. Weiß nicht, ob man das will, das einzusammeln, aber ich bin es auf jeden Fall mal. Gott, ich bin so schlecht im Ausweichen, Leute. Ich bin so schlecht im Ausweichen. Es tut mir leid. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber eigentlich nicht. So, dann gucken wir mal, was Mass Damage macht. Mass Damage! Es hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht mal genug, um die Augen zu töten. Das ist schon ein bisschen armselig. Hi, Mom. Du musst doch selber wissen, dass du keine Chance hast. What? Zu viele Möglichkeiten. Nee, das nehmen wir nicht, weil wir haben keine anderen Gappy-Items. Wir gehen nach oben. Habe ich schon irgendwas vergessen? Ja, alles danke. Tschüss. Whee! Fly up in the sky to Isaac. Vielleicht werden wir ihn jetzt dieses Mal besiegen, aber ich glaube noch nicht daran. Denn ich glaube nicht an Wunder. Aber ich glaube an Bomben. Diese sieht man hier ganz deutlich. Wow, danke für gar nichts. Du willst Coin? Ich hab Coin. Oh Gott, ich hab's geschafft. Geschafft, keinen Schaden zu nehmen, das ist gut. Gib mir was Leckeres hier. Gib mir was Leckeres, hab ich gesagt. Was Leckeres. Sieht natürlich lecker aus. Willst du mich verarschen? Gib mir jetzt was Leckeres. Gott, Alter. Du sollst mir was Schönes geben. Okay. Ist zwar nicht das Schönste. Wow, okay. Aber ich nehm's trotzdem. Lieber Bomben als nüscht. Hey, ihr seid tot. Das hättet ihr wohl nicht erwartet. Holy shit! Gibt es irgendeine schlechtere Idee als diese, die wir gerade bekommen haben? I don't think so. Oh, Minigun ist holy, nein! Wow, oh mein Gott! Meet your maker, Alter, meet your freaking maker! Holy shit. Der normale Gertie ist ja schon zum Kotzen, aber Minigurties, Alter, fuck off! Strength, das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Strength ist eine schöne Sache, die man mitnehmen kann. Oh, schon wieder so ein Meteor. Nein! Mass Damage! Die, please, everyone! Be gone! From this place. Macht eh nicht so viel Schaden, deswegen wollte ich mir das jetzt auch nicht unbedingt für Isaac aufsparen. Hey, 50% off, dann haben wir ja alle Sachen gratis. Danke, jetzt haben wir zweimal drauf. Das ist ja einfach wunderbar. Noch ein Komet? Holy shit, ich meine, why? Ich meine, why the frick? Bin ich irgendwie Erde am Spiel oder ist das jetzt nur die Poernte zum Run? Die Poernte zum Run begann mit Loki. Hallo, Loki. Hey, warum gibt's einen zweigeteilten Loki und einen einfachen Loki, der in die Luft fliegt, weil mein Bombo-Freund mega krass ist? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab... Oh, nee, Alter. Oh, nee, es kann nicht schlimmer werden. Die Meteore waren nicht genug. Jetzt auch noch er. Nein. Was? Das sind ja mehrere. Das sind ja mehrere. Holy shit, was mache ich hier? Was macht ihr hier? Was machen wir hier? Hilfe! Ah! Oh mein Gott! Im Himmel! Please, just leave me alone! Ich will doch nur in Frieden Isaac töten! Das kann doch nicht so schwierig sein hier! Ja, aber zum Glück noch kein Schaden genommen, diesen Baum. Schnitt, Schaden. Schnitt, tot. Okay, da habe ich gerade ordentlich abgeräumt. Der Brimstone geht ja zum Glück durch alles durch. Im Gegensatz
zu meinem Laser. Laser. Ist ja übrigens auch noch eine geile Hinzufügung zum Laser, wenn du das alles durchgehen würde. Holy shit, Leute, ich habe diesen Raum überlebt, ohne Schaden zu nehmen. Bin ich Gott oder bin ich Gott? Antwortet nicht. Das wäre Blasphemie. Aber ja. What? Alter, da hat er sich sneaky von hinten einmal angeschlichen, ne? Das ist ja wohl. Das ist ja wohl unglaublich. Wheel of Fortune. Okay, wir haben. Was können wir eigentlich gut brauchen? Vielleicht gibst du mir mal irgendwas Nützliches. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Ja, Bomben sind immer okay, aber ich hätte gerne irgendwie. Ich weiß auch. Fuck you. Holy shit, was soll ich mit dem Dollar, Alter? Ich bin schon rich. Ich bin schon ein reicher Boy, ey. Scheiße. Jetzt krieg ich immer, oh, danke. Immer noch mehr Money, wo ich das alles gar nicht brauche. Egal. Ja, okay. Nett, aber auch nicht so smart, ehrlich gesagt. Hey, Daddy Longlegs. Wäre cooler, wenn du auf meiner Seite wärst, ehrlich gesagt. Denn hier drüben sind die coolen Kids. Deswegen die. Wow, wir kriegen zwei. Beziehungsweise wir hätten nur eine Münze dafür bekommen. Das ist. Oh, nein. Ja. Nein. Monster, please. Just die. Bestell deinem kleinen Bruder liebe Grüße von mir, aber die. Niemand will dich. Niemand liebt dich. Niemand mag dich. Just die, man. Just die. Okay, wir könnten jetzt zu Isaac Schmeißig gehen, aber. Wir könnten auch noch. Okay, nee. Wir könnten jetzt zu Isaac gehen und das war's. Okay, dann gehen wir da mal. Hello, Mr. Isaac of Isaac. Wow, Alter, habt ihr gesehen, wie viel Damage das gemacht hat? Das war ja unglaublich. Holy shit! Ich sollte meinen kleinen Brimbody öfter benutzen. Ei. Holy shit, er benutzt das Licht des Gottes. Please, Isaac, just calm the frick down and die. Nee, hier bin ich nicht sicher. Oder doch? Das ging auf jeden Fall. Okay, nein, 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 nein. Necken ist man meistens sicher, aber nicht immer. Okay, hab ich das Gefühl. Holy shit. Okay, Isaac ist aber definitiv down, Leute. Er ist definitiv aber sowas von down. Woo! Isaac, number two. Und der Sieg ist unser. The Relic is appeared in the basement. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Die anderen drei Folgen, die ich noch auf Petto hatte, die kommen auf jeden Fall bald dann irgendwann mal. Und ja, schreibt einfach gerne mal in die Kommentare, was ihr von Indie-Spielen haltet, beziehungsweise der Vergleich Indie-Spiele und AAA-Titel, zu welchem von beiden tendiert ihr mehr? Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüssi!